FC Bayern in FIFA 23. Oh mein Gott, ich würde sagen, Sadio Mané und Manuel Neuer sind auf jeden Fall gesetzt. Und es sind ja auf jeden Fall sehr, sehr viele Transfers in den letzten Tagen bekannt gegeben worden. Heute werden wir einfach die Startelf zusammenwürfeln. Wie gesagt, wenn ihr was anderes seht, droppt es natürlich gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr andere Mannschaften komplett fühlt, die gute Transfers gemacht haben, droppt es auch auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Und dann werden wir das zeitnah auf jeden Fall machen. Aber ich würde sagen, genug geschnackt. Wir starten direkt mit dem ersten großen Namen, den FC Bayern in die Innenverteidigung gerade verpflichtet hat. Und das ist natürlich Kollege De Ligt. Gibt es zwar keine IV-Karte von ihm, sprich eine Champions-League-Karte kam von ihm, aber ich habe den nicht gefühlt, weil ich die eh nicht im Verein hatte. Deswegen habe ich einfach die Shapeshifter-Karte gekauft und jetzt kann ich den als ZDM umformen. Spielt er zwar trotzdem off-cam, aber hätte er so oder so gespielt. Kommen wir zum Rechtsverteidiger. Leute, ihr wisst es schon, Masuai von Ajax Amsterdam zu den Bayern gewechselt. Auf den bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt, was der Kollege drauf hat, weil ganz Europa oder halb Europa hat ihn auf jeden Fall gejagt. Ich glaube, Barca wollte ihn auch haben und. Und da hat sich am Ende letztendlich doch für Bayern entschieden. Sehr, sehr coole Transfer auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir halten uns nicht groß bei Masuai auf. Wir gehen zum zweiten Kollegen, der von Ajax verpflichtet worden ist. Und das ist der Kollege Gravenberch. Also auf diese Kombination, wenn die beide zusammen auf der rechten Seite spielen würden, würde ich das auf jeden Fall komplett fühlen. Alright, Leute, wir haben uns sehr, sehr viel rechts aufgehalten. Ich würde sagen, wir kommen auf die linke Seite wieder. Und auf der Linksverteidigerposition gibt es für mich nur einen Spieler beim FC Bayern. Und das ist Kollege Alphonso Davies, Mann. Ich liebe den Typen über alles. Sehr, sehr stabiler Linksverteidiger. Hoffentlich spielt er wieder eine sehr, sehr stabile Saison und bleibt verletzungsfrei. Aber... Da Davies für mich als Linksverteidiger gesetzt ist, spielt für mich in der Innenverteidigung heute Hernandez eine Rolle. Und ich habe mich ganz bewusst für Hernandez entschieden, weil ich glaube, dass Hernandez und De Ligt zusammen einfach ein bisschen sicherer sind als Upamecano. Der spielt zwar auch gut, aber manchmal macht er einfach ein bisschen zu viele Fehler. Und ich glaube, wenn du De Ligt und Hernandez zusammen spielst, hast du weniger Fehleranfälligkeiten. Und deswegen glaube ich, dass Nagelsmann sich auf jeden Fall auch so entscheidet. Aber natürlich, ihr könnt natürlich auch sagen, ey, ich finde Upamecano besser als Hernandez in der Verteidigung. Dann droppt es auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr Bayern-Fans dazu zu sagen habt. Langer Schnack, aber nicht um Jo Kimmich. Der ist auf jeden Fall auf der 6 gesetzt. Bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das in Kombination aussieht mit Gravenberch, Kimmich. Und ich habe mich in der linken zentralen Mittelfeldposition für Thomas Müller entschieden. Letzte Saison wirklich sehr, sehr stark gespielt. Verdient da auf jeden Fall einen Stammplatz zu haben. Ich meine, Goretzka fällt jetzt eh länger aus. Deswegen keine Option Goretzka. Musiala zu jung. Wird auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen. Und ja, Sabitzer hat sich letzte Saison auch nicht durchbeißen können. Konrad Leimer ist auf jeden Fall im Gespräch. Ich glaube, wenn Konrad Leimer kommt, wird Sabitzer wahrscheinlich gehen, weil da eh zu viel im Mittelfeld los ist. Aber ja, das ist das Mittelfeld auf jeden Fall. Verteidigung steht und dann würde ich sagen, kommen wir in die Offensive. Und ich glaube, auf der rechten Position braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, weil da gesetzt ist definitiv Serge Gnabry, sein Vertrag auch vor kurzem verlängert. Fühle ich auf jeden Fall sehr, sehr, dass er sich für Bayern entschieden hat. Könnte ich nicht sehen, wenn er in der Premier League spielen würde, sage ich ehrlich. Der passt einfach zu Bayern, der ist Bayern. Und deswegen am Ende des Tages eine sehr, sehr gute Vertragsverlängerung. Und dann kommen wir zu guter Letzt zum Stürmer. Da habe ich mich für Leroy Sané entschieden. Einfach, weil es auch chemietechnisch sehr, sehr gut so passt. Aber man muss natürlich sagen, ich glaube schon, dass Mané mehr als Stürmer spielen wird. Und dann Sané auf Außen oder Sané erstmal auf die Bank, weil die Saison war ja eh bei dem nicht so durchwachsen. Und ich meine, Coman ist natürlich in meinen Augen... würde ich Coman auf jeden Fall vor Sané ziehen. Aber Sané ist ein Spieler, der immer auch ein bisschen so diese Aufmerksamkeit und das Vertrauen vom Trainer braucht, damit er wieder richtig gut kicken kann. Das Einzige, was ich weiß, ich habe auf jeden Fall Bock auf FIFA 23. Ich habe Bock auf die neue Mannschaft mit den neuen Transfers, auf das ganze neue Chemiesystem, Leute. Da wird sich ja zum nächsten FIFA sehr, sehr viel ändern. Ich würde sagen, genug gestärkt, Leute. Wir suchen den ersten Gegner. Alright, so sieht das gegnerische Team aus. Sieht nach einer Challenge aus. Die liegt auch mit am Start. Gefällt mir. So, Leute, dabei rollt. Wir haben natürlich auch die Bayern-Trikots mit am Start. Und Sadio Mané, sage ich ehrlich, das ist die beste Tots-Karte, die ich gezockt habe. Also kein Joke. Der Mann ist so schnell, das ist nicht mehr normal. Gravenberch mit dem Ball auf Kimmich. Das ist Kimmich, das ist Thomas Müller. Und es gibt direkt 11 Meter. Alright, das läuft ja alles nach Plan. So sehe ich das auch. Erster Bundesliga-Spieltag. Müller fällt im Strafraum hin in der dritten Minute. Es gibt direkt 11 Meter für Bayern. Und Mané darf treffen. Korrekt, danke. 1-0. Alright, Leute, wir müssen aufpassen. Der Gegner baut sich auf. Aber Davies fängt den Ball sehr, sehr nice ab. Mané wieder. Ey, der ist diese Tots-Karte, ne? Geisteskrank. Sie verliert ja zwar den Ball, aber sonst wirklich Top-Top-Karte. Wir müssen aufpassen. Was hat er vor? Na, was hast du vor?
Defense. Abseits, nice. Guter Ball auf Sané. Guter Ball auf Mané, Müller, 2-0. Jo, das sieht doch super aus. Das sieht doch super aus, Mann. Okidoki, Leute, der Gegner hat keinen Bock mehr. Ich würde sagen, wir suchen den nächsten Gegner. Vamos. So, komm, wer will. Gegner Nummer 2. Ja, okay, easy. Ich habe stärkere Teams gesehen. Aber man darf diese Teams nicht abschreiben. Ich sag's euch so, wie es ist. So, Rafinha am Ball. Da ist der Davis gut weggelaufen. Aber die Innenverteidigung steht auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie kontern können. Erstmal Sadio. Boah, ich sehe schon. Sunny hat auch Bock, Laufwege zu machen. Und da kommt der Ball nicht an. Leroy, das gefällt mir nicht. So darfst du auf jeden Fall nicht auftreten, mein Junge. Sonst kriegt Coman deinen Platz auf jeden Fall safe. Nächster Angriff über Müller. Ja, der Ball ist gewagt. Und da kommt leider nicht an. Aber Gravenberg, ja, Gnabry läuft gut weg, immer noch Gnabry, rüber auf Mané. Das ist eine gute Parade gewesen auf jeden Fall, aber anschließend Ecke, Ball kommt direkt rein, den Licht im Getümmel, gewinnt das Kopfballduell nicht, aber dabei außen bei Jo Kimmich, das ist Thomas Müller, zieh mal ab aus der zweiten Reihe. Aber Lloris kann klären. Wieder Eckball für uns, getreten von Sané. Ups, sorry, ich meinte Mané. Dabei aber bei Kimmich auf Umwege. Es müllert. Ja, nein. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Da vertändeln wir den Ball. Wir müssen weiter vorne Gas geben. Thomas Müller. Abgelegt auf Gravenberg. Und da kann er frei abschließen. Und durch den 1-0. Wunderbar. Immer weiter. Nicht durchpusten. Mia Samia for life. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet, die Bayern-Fans. Gravenberg. Fast Doppelpack. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah, Davis klärt doch. Mann, das macht mir ein bisschen Angst. Rafinha zu Barca gewechselt und Davis hat den gerade so im Rucksack, Mann. Klar, ist gerade FIFA, ich mache ein bisschen viel raus, aber trotzdem Müller. Ah, guter Ball vom Gegner, aber Hernandez kann doch klären. Seht ihr das doch? So gut die Jungs, De Ligt und Hernandez. Wird mir sehr, sehr gefallen, wenn die mal zusammen spielen. Nächster Angriff, das ist Sané. Guter Ball auf Müller. Müller, Fake Shot. Müller zieht ab und Lloris hält. Leute, anschließende Ecke wieder getreten von Mané. Müller steigt hoch. Macht doch Eigentor, diese... Also Leute, ich muss zugeben, wir haben sehr, sehr viel Kontrolle hier über dieses Spiel. Gravenberg wieder exzellenter Ballgewinn und behauptet den Ball auch sehr gut. Direkt weiter auf Kimmich, das ist Müller. Jetzt müssen wir schauen, was wir machen. Komm, machst du alleine. Immer noch Müller. Golasso. Wunderbar. Ja, diese Bayern-Mannschaft ist ehrlich geistes, Digga. Alright, Leute. Der Kollege hat auch keinen Bock mehr. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende des Videos. Vielen lieben Dank für euren Support und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wie gesagt, droppt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, welche Mannschaften wir nehmen sollen, was ihr anders seht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz entspannt zum nächsten freshen Video. Gang, du weißt, Onkel Frederick ist raus.